gleich. Irgendwas passiert hier gleich wieder. Können wir hier mal ein bisschen ausweichen? Nein, wir können nur gerade auslaufen, okay. Boah, what the fuck, das ist ekelhaft. Den haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Da müssen Zombies immer mit ihren Armen so nach vorne greifen. Versteht auch kein Mensch. Boah. Was? Was ist denn? Oh, ihre Eltern. Oh nein! Oh nein! Oh nein, nein! Nein! Oh fuck, das darf doch nicht wahr sein. Lee, wake up! Please don't be dead! Please, no! Oh nein. Lee! I was so scared! I thought you left me! Oh Gott. I saw my parents! Ja, ich weiß, mein Schatz. I know. They didn't get to you, right? No. We got away. They're dead, for sure. Ja. Und ich werde es auch bald sein. Boah, ich sehe nicht gut aus. Clementine, we have to get out of here as fast as we can. Well, we can't. There's thousands of them outside. We have to. I'll protect you. We'll push no, through. No, that's crazy. I saved you. We're safe here. I locked us in. Get that door open. I can't. Do it! Wir können ja jetzt nicht hier bleiben. It was only a little open when I found it. I closed it to keep us safe. Pull on three. One, two, three. Oh, ich muss mir da mal helfen. Okay. Ich darf nicht so viele anstrengende Sachen machen. See? Clementine, honey. What happened? No, that's not. No. Scheiße, no. Yes, Clem, it is. I'm sorry, Clementine. I'm supposed to take care of you. I can't now. I know. Scheiße. I think there might be a way out over there. Mm-hmm. Good. Good girl. Let's go. I might be a little slow. Mm-hmm. I'll help you. Ach Gottchen, Mausi. Ach Gottchen, meine kleine Mausi. Scheiße. I got you. You can lean on me if you have to. I'm okay. I'm okay. I thought I was helping by bringing you in here. Ja, du hast mir geholfen. Oh, you did, honey. It's awful out there. But they would have chewed me up. It was hard. I don't know how you did it, but you did good. Yeah. Okay? Keep going. We're almost there. Get up, Lee. The door is right here. Oh, Lee, steh jetzt auf. Goddammit, steh auf jetzt. Seriously, Lee. I can't. You have to. Liam, I can't move. This is it for me here. Please, please, try to get up. Ach Gott, die arme kleine Mausi.
Ich will jetzt aufstehen. Ich bitte, steh einfach auf. Goddammit. Seriously. I can't. You don't have much time. You gotta do something. Fast. Like what? You're gonna have to make sure I don't turn. You won't, though. Clem, I will. You know what you have to do. No. I can't. There's no way. Solange ich mit ihr alleine bin, ist es auf jeden Fall ziemlich verfickt. We'll figure it all out. Don't worry. The way out's through there, Clem. I know. Nehmen Baseballschläger. There's a chair over there. Was kann ich hier? We'll get you in there. Don't worry. You're doing good. Nimm mal den Baseballschläger. There's a baseball bat under the counter, Clem. You can use that. Oh, jetzt muss er sich um den Zombie kümmern, oder wie? Aber erstmal das. Oh, scheiße. Use the bat to shatter that window, so you can reach in, okay? Okay. Watch out for broken glass. Oh Gottchen. Good job. Ah, dann war die wahrscheinlich zu, hä? Ich habe gar nicht versucht, sie einfach aufzumachen. Don't be afraid of him, honey. You're smart. He isn't. You're smarter than all of them. Don't be scared of the walker. You'll be fine. The way out's through there, Clem. I know. There's a chair over there. Grab the chair, Clem. Use it to reach in to the lock. Kann ich mir noch mal den Baseballschläger vielleicht nehmen? Open it. He's trapped. This will be easy then. He's got keys. Yeah. Probably to that door. Die Waffe habe ich auch schon gesehen. You'll need. You're doing really good. There's keys and a gun. You're gonna need both of those. There are handcuffs on the ground. Get them. Okay, Lee. Was will er mit den Handschellen jetzt? Sollen. Soll er. Oh Gott. Will er sich jetzt da schon mal dran machen, bevor er sie anfällt oder was? Ja, mit. Lieber ihn, hä? Huh? You have to handcuff the walker. You can kill it easy then. Ich will nicht, dass sie mich. I don't know, Lee. You can do it. Just be careful. Move around the side and jump away if he gets close. Lee. You can do it. Oh Gott. Ja, sehr schön. Sehr gut. Sehr gut. Siehst du? Jetzt kannst du den Schlüssel holen. What should I get first? Schlüssel. Keys. In case you have to make a run for it. Ja. Das hat sie sehr gut gemacht. Nein! Get him! Get him! Run, Clem! Was soll ich denn machen? Ach, da! Watch out! Oh Gott! Oh the Gott! The bat, Clem! Ja, ja. Get the bat! Oh Gott!
Gut gemacht, Ben. Sehr schön. Sehr gut, Clem. Oh Gott, sehr gut. Das machst du richtig gut, Schatz. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Boah, ich dachte schon, die scheiß Dings bringt mich jetzt um, ey. I got him. You're not safe. Not till you're away from me if I turn. No, you can't. You can't do that. Trust me, Clem. I don't want to. I'm trying. My parents. It's so horrible. I can't imagine, sweetie. And now, you? Please. Please don't be one of them. Please don't become a walker. There's only one thing you can do. You know that. I don't know if I can. Oh, fuck. Das ist so eine schnelle Entscheidung? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? You have to shoot me, honey. Lee, no. It's okay. It's okay. And Megan, first days we met, do you remember? Yeah, I do. When I went out to rescue that boy, Glenn, we met a girl. She'd been bitten too. All she wanted was to come back as a walker. Ich hab sie erschossen. And I remember how hard it was to do that. But I'm glad I did. You don't want to see me like one of them. Okay, Lee. I can do it. I can. Oh Gott, ist das schlimm für sie. Find Tomine and Krista. Die sind im Zug. You're outside of town, by the train. You remember how to get back there? Yes. Gut. Good. Gut, gut. They'll take good care of you. Ach, Mausi. Nicht weinen. Clem. Keep that hair short. I will. I'll cut it myself. Great. Good. And also, was? Lee. What? What is it? No. Don't worry. All right. I'll miss you. Me too. Oh, mein Schatzi Maus. Vielleicht wäre es besser, sie würde abwarten, bis ich sterbe und dann mich, aber dann vielleicht kann sie es dann nicht. Und oh Gott, 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 ich bin gleich tot. Ja, da sind mir ein bisschen die Tränen in die Augen gekommen. Eigentlich genauso wie vorhin bei Krista und Kenny. Aber es geht. Ich hatte mal gehört, dass das Ende von The Walking Dead so krass emotional sein soll, dass irgendwie alle anfangen zu heulen wie verrückt.
Ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach zu unemotional. Nein, ich bin schon emotional. Und wie gesagt, mir schießen schon immer gerne die Tränen in die Augen. Aber das einzige Spiel, wo ich wirklich losgeheult hatte, war damals, als ich God Will Be Watching das erste Mal zu Ende gespielt hatte. Ansonsten wüsste ich nicht, dass ich. Weiß nicht, aber ich kann mich auch täuschen. Aber es war schon traurig, keine Frage. Verzweiflung, Lees Arm entfernt. Du und 28% der Spieler haben den Arm behalten. Ja, wir sind auch viel besser als alle anderen. A, Konsequenzen, Beherrschung verloren. Du und 25% der Spieler ruhig mit Kenny diskutiert. Ach komm, ich dachte, das wäre jetzt auf den Arm bezogen. Was haben die anderen gemacht? Sind die durchgeknallt oder was? Und haben ihm die Büste, wollten sie in den Kopf werfen? Entwaffnet, Waffen aufgegeben. Du und 59% der Spieler nach etwas gegriffen. Bei was jetzt? Weiß ich jetzt gerade nicht genau, was das soll. Clementines Entführer getötet. Du und 57 der Spieler Clem den Fremden töten lassen. Ja, ich dachte ja schon, dass ich es selber wahrscheinlich machen muss, aber. Abschied, Lees Wandlung gestoppt. Du und 63% der Spieler Lee sich nicht wandeln lassen. Ja, sehr komische Grammatik, aber ist okay. Ja, dann heißt das ja, sie hätte auch einfach gehen können halt, ne? Was besser gewesen wäre, weiß ich nicht. Ich meine, sie hat schon mal den einen Typen erschossen, sie hat jetzt gerade den Walker getötet. Für sie ist es eigentlich nur eine gute Erfahrung, auch wenn es schlimm ist. Aber auch gerade dieses, weil man halt. Was wollte ich gerade sagen? Ja, gerade auch nicht nur jemand Nahes zu verlieren, sondern ihn halt auch zu töten, ne? Also zum Wohl des Getöteten eigentlich. Leute, ich klicke jetzt mal hier weiter, um den Kopf zu fahren. Aber ich denke, Kenny, du hast seinen Sohn in der Drogerie verteidigt. Du hast ihm von deiner Vergangenheit erzählt. Du hast seinen Sohn getötet, damit er es nicht tun musste. Er starb beim Versuch, Christa zu retten. Die Dingsbums, wie hieß sie nochmal? Du wolltest ihr im Hotel etwas zu essen geben. Genau, es wollte sie ja nicht annehmen. Du hast Wasser für Duck gefunden, als er es brauchte. Sie erschoss sich nach dem Tod ihres Sohnes. Larry, du hast Lily zurückgehalten, als Kenny ihm den Kopf einschlug, ja. Larry starb im Kühlhaus der Molkerei. Hätte er woanders sterben können? Ach nee, ich hatte doch, glaube ich, da mal geguckt. Da hatte ich dann Kenny selbst das Ding draufgeschlagen. Ich glaube. Lily, du warst auf ihrer Seite, als Dinge verschwanden. Du hast sie am Straßenrand stehen lassen. Ja, gut so. Umid, du hast ihn von der Brücke gestoßen, um der Meute zu entkommen. Du hast ihm geholfen, auf den Zug zu kommen. Ihr wurdet nach Übertretung des Schildes getrennt. Du ließ Ben vom Glockenturm stürzen. Super, mehr Informationen steht einfach nicht. Oh, wie hieß sie nochmal? Irgendwas mit C. Du, ich habe sie schon wieder, die Zeit ist so viel vergessen. Einfach allerdings, ich habe es schon wieder. Nee, man muss die Toten tot sein lassen. Du hast ihr deine Vergangenheit anvertraut. Du hast ihr Leben auf Kosten eines anderen gerettet. Sie wurde von Lilly getötet. Du hast sie gegen Lillys Anschuldigungen verteidigt. Christa, du hast sie an deinem bisher schlimmsten Tag kennengelernt. Ja, du hast deinen Biss vor ihr verborgen. Du hast ihr und Omid gesagt, sie sollen dich am Zug treffen. Der Techniker, er war bei dir, als du deinen Bruder gefunden hast. Er starb, als die Walker die Drogerie angriffen. Duck, in Macon hast du gesagt, er sei nicht gebissen worden. Er war bei der Lösung eines Rätsels dein Assistent. Du hast ihn erschossen, bevor er sich wandeln konnte. Dass Clem überlebt, habe ich mir schon gedacht. Dass sie ja jetzt in der Season 2. Oh, das Lied muss ich, glaube ich, rausmachen. Müssen wir mal gucken. Ich mache mal leiser. Ja, und ich hatte
Ich dachte mir schon, dass Clem wahrscheinlich überleben wird. Schon, also vor, weiß ich nicht, bevor wir gebissen wurden und so, dachte ich schon, dass wir wahrscheinlich sterben und Clem überlebt durch diese zweite Season, weil sie ja auf dem Cover drauf ist. Es hätte aber natürlich auch eine Vorgeschichte sein können, obwohl es komisch ist, eine Vorgeschichte zu machen, weil dann wäre ja noch alles normal und ohne Zombies, ne? Also aus Clems Sicht natürlich, dann wäre es komisch. Jetzt wollte ich euch mal fragen, es gibt ja diese 400 Days oder 400 Tage, diesen DLC. Ich weiß gar nicht, den habe ich glaube ich nicht, ne? Den müsste ich mir wahrscheinlich kaufen oder so. Jetzt wäre die Frage, ob ich den jetzt machen soll, ob der sich lohnt oder so. Oder ob wir gleich mit dieser Season 2 weitermachen. Ich meine, wenn ich ihn schon drauf habe, dann können wir ihn ja machen, aber ich glaube, man muss den wahrscheinlich erst kaufen, ne? Weiß ich jetzt nicht. Das könnt ihr mir auf jeden Fall mal sagen. Ob sich das lohnt oder ich weiß ja nicht, wie viel das Ding kostet oder keine Ahnung. Weil die Season 2 habe ich auf jeden Fall bei mir rumgallern schon. Und das werden wir auf jeden Fall machen. Kann sein, dass ich jetzt trotzdem erstmal ein, zwei Wochen Pause mache. Ich bin mir noch nicht sicher. Ihr könnt ja auch mal sagen, wie schnell ich jetzt weitermachen soll. Ja. Aber ich wollte demnächst nämlich eigentlich noch ein anderes Let's Play anfangen. In den nächsten Tagen. Und ich muss vieles Altes mal endlich beenden. Altlasten. Schauen wir mal. Okay. Ich lasse das jetzt mal so durchlaufen und dann. War ein sehr schönes Spiel. War wirklich schön. Und ich hoffe, euch hat es genauso gefallen. Ich weiß ja, dass ein paar dabei sind und zuschauen, die das Spiel auch noch nicht bei jemand anders gesehen haben oder selbst gespielt. Und ich hoffe, dass das euch dann auch so getaugt hat und auch die Spielweise, die ist jetzt hier so und das Ende. Ihr könnt mir ja sagen, wie euch es jetzt ergangen ist mit Clem jetzt gerade die Situation oder auch, ich weiß nicht, ob das noch ein anderer Part war, wahrscheinlich, ne? Mit Krista und Kenny. Das war schon, das fand ich krass. Süß. Gott, okay. Habe es jetzt geschafft. Sie ist aus der Stadt rausgekommen, aber anscheinend hat sie am Zug die nicht gefunden. Die arme Clemmie, tut mir so leid. Bitte jetzt ein hoffnungsvolles Ende und nicht jetzt hier irgendwie. Bitte hoffnungsvoll, nicht irgendwie jetzt. Sind das Zombies oder Menschen? Menschen. Oh, ich hoffe, liebe Menschen.